Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie einfach das Horstec TC216 zu kalibrieren ist. Wir schalten das Gerät mit Druck auf den Sensor ein und anschließend drücken wir die oberste Taste, die Plus-Taste, für 2 bis 3 Sekunden. Das Gerät beginnt zu piepen und es blinken 3 Nullen im Display. Anschließend messen wir auf der Standard-Null-Platte aus Metall. Es erscheint der Wert 0. Damit ist das Gerät auf 0 kalibriert. Bitte beachten Sie, dass Sie die Schutzfolie auf der zu messenden Seite abziehen, wenn Sie die Platte zum ersten Mal benutzen. Anschließend legen wir eine der Kunststoffplatten auf, die ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind. Hier mit der Standarddicke 98 Mikrometer. Wir messen wieder, messen hier den Wert 102. Anschließend drücken wir die Taste M, bis das Display anfängt zu blinken. Wunderbar. Und nun können wir mit der Plus- und der Minus-Taste den richtigen Wert einstellen. In dem Fall, wie gesagt, 98 Mikrometer. Und wir drücken die Taste M. Damit ist die Kalibrierung abgeschlossen. Wir messen wieder auf der unbeschichteten Metallplatte den Wert 0. Korrekt. Und nun auf der Standarddicke aus Kunststoff messen wir hier exakt 98 Mikrometer ab. Damit ist das Gerät vollkommen einsatzbereit.